Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Grandia. Und falls euch wundert, hey, die Grafik sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich mache ihn an. Ja, ich habe meinen PC kürzlich formatiert und alle Einstellungen sind jetzt anders. Ich sehe zu, dass das so aussehen wird wie vorher. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Sind wir von hier gekommen? Ich habe vergessen, von wo wir gekommen sind. Ahahaha, letzte Folge. Hm? Letzte Woche ist ja auch leider ausgefallen. Nee, von hier komme ich. Okay. Dann muss ich wohl hier lang. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe keinen Bock auf euch. Na, nur Soldaten. Nur Soldaten. Ich meine, dass hier nur Soldaten drin sind, ist zwar an sich logisch, aber es könnten auch verschiedene sein. Das hat auch jemand letztens in die Kommentare geschrieben. Aber hey. Oh yeah, Peitsche Stufe höher. So, alles andere bitte auch eine Stufe höher, das wäre schön. Na komm, Justin, du weißt, wo er ist. Oh yeah. No problem. Wie sie mal ausrastet. Na, 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 na. Gut, ich bin gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Ob wir Mullen und so weiter treffen. Oh, guck mal. Ich mach ihn aus. Was auch immer das bringen soll, ich weiß es noch nicht. Aber das werden wir ja wohl zeitnah herausfinden. Huch, was ist das? Ist es lebendig? Was? Wie? Okay. Ich würde sagen, es lebt. Hallo? Psst, da kommt etwas. Ah, ja. Okay, lassen wir Lean erstmal, aber wir müssen trotzdem General Baal Bericht erstatten, richtig? Was sagen wir bloß? Gaias Wachstum hat ganz einfach aufgehört. Hm, da haben wir ein Problem. Gaias Wachstum ist das Wichtigste an der Operation. Wenn der General rausfindet, dass es nicht mehr voranschreitet, wird er sauer sein. Tja, Nana, du bist heute dran mit dem Bericht. Du bist gut im Lügen. Lass ihn glauben, dass alles okay ist. Gaia? Wachsen? Was zum... Was geht hier vor? Was hat Galai damit zu tun? Ich weiß nicht. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich kann nicht mal hinsehen. Geht. Das kann ich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas eine ideale Welt schaffen soll. Na, na, ihr zwei. Ihr wollt doch nicht, dass General Baal solches Gerede hört, oder? Oh. Wie geht es Gaia? Sein Wachstum schreitet voran, nehme ich an. Ja, Sir, bitte schauen Sie selbst, General. Alles geht nach Plan. Und bald... Idioten! Denkt ihr, ich bin blind? Nichts passiert. Ihr seid nutzlos. Alle. General, bitte vergeben Sie uns. Nächstes Mal werden Sie ganz sicher Fortschritte sehen. Das Dorf hier in der Nähe ist komplett zu Stein geworden. Ist das alles, was es tun kann? Die waren das tatsächlich. Oh Gott. Was? Heißt das, dass dieses Gaia-Dings meine Eltern in Stein verwandelt hat? Still, Junge, selbst wenn, kannst du hier nichts unternehmen. Ich fange jedes Mal an zu zittern, wenn ich diesen Mann sehe. Fina. Aber General Baal, was hat es mit Gaias Wachstum zu tun, wenn diese Humanoiden zu Stein werden? Das braucht ihr nicht zu wissen. Befolgt eure Anweisungen und haltet den Mund. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr Idioten seine Stimme hören, wenn er aus seinem Schlaf erwacht. Ja, Sir, wir werden alles tun, um unsere Pflicht zu erfüllen, Sir.
Na also, so ist es besser. Kümmert euch weiter um Gaia, bis ihr weitere Anweisungen bekommt. Klar? Ja, Sir. Ich sollte... Los, Jess, auf geht's. Okay, wir werden dieses Gaia-Dings total platt machen. Hallo. Okay, jetzt, bevor sie uns sehen. Halt, wer ist da? Ihr wieder! Diesmal kriegen wir euch. Dieses Mal sitzt ihr in der Falle, wie Ratten. Oder vielleicht eher wie Affen. Affen? Es wird dir leid tun, dass du das gesagt hast. Hilfe? Was? Verdammt, was ist hier los? Ach du Scheiße! Was fragst du mich? Ist das Gaia? Als ob, das ist völlig verrückt. Wir hatten keine Ahnung, dass wir dieses Ding herangezogen haben. Nun, nach meinen Berechnungen ist es Zeit, hier zu verschwinden. Mio, wo willst du hin? Oh Gott. Oh mein Gott. Hä? Ich glaube, der Geisterstein beschützt uns. Was geht hier ab? Just, schau. Sieht so aus, als kämen wir nicht so leicht davon, meine... Ja, dann müssen wir kämpfen. Los, Leute. Was ist das denn für ein ekelhaftes Viech und was ist das für eine geile Musik? Gaia-Kämpfer. Okay. Ich... Lebenpeitsche. Warum nicht? Auch das hat wieder mehrere Angriffspunkte hier. Okay, hat nichts gebracht. ich denke... Ach, komm mal. Komm, machen wir den Doppelgänger. Macht es Sinn, die Arme zuerst auszuschalten oder sollte ich mich auf den Körper konzentrieren? Ich weiß nicht genau. Gonna thrash you good. Ja, komm. Oh ja. Justin, du kannst doch dann mal verletzt ein Feind. Reichweitenangriff. Machen wir das. Here goes. Obwohl, jetzt finde ich die Musik nicht mehr so toll. So, Fienerleinchen. Mach doch mal was ganz Tolles. Flammengeschoss. Oh, nö. Yo, bis auf Milda alle vergiftet. Warum auch nicht? Kannst du so einen Heilzauber? Genau, Heilgift. Weil darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Was war das denn nochmal? Greift alle Feinde im Umkreis an. Nehmen wir. Here goes. Okay. Fina, was macht Fina? Die heilt auch erstmal. Was ist erfrischen nochmal? Hebt Techniksperre auf, genau. Wir heilen aber erstmal Gift. Weil ich habe auch keine Lust, dass während die angreifen, dem plötzlich Lebensenergie durch Gift abgezogen wird und deren Angriff sich verzögert. Milda, was machst du denn mal? Gegen einen Feind, gegen alle Feinde würde ich machen. Autsch. Oh, ich sollte sie heilen. I'm gonna knock y'all down at once. Ha! Hurrah! Ooh, yeah. Autsch. Heilen wollte ich. Heilen 2 für Milda, bitte.
Sondern du hältst nochmal Gift bei Rap. Please protect us. Ich frag mich ja jetzt noch, was das Knöpfedrücken gebracht hat. Hat das vielleicht irgendwas mit dem Boss hier zu tun? Naja. Oh Gott. Hast es bald. Ja, du kannst noch nicht so gut heilen, ne? Ich bräuchte jetzt heilen für alle. Aber wir können ja mal Läufer machen. Nein, nicht Läufer. Ich meinte Heuler. Er muss ja seine Zauber auch mal ein bisschen trainieren, hä? Blow your way. Take that. Naja. Er muss halt noch üben. Kombination. Bring ihn nicht um. Oh. I remember this. Ja, das glaube ich. Das war ja jetzt super. Alle heilen zwei, bitte. Hast du etwas mit, was wiederbelebt? Das brauchte ich so selten, deswegen habe ich keine Ahnung. Rettung? Nein. Halt 100 TP. Nee, du hast da nichts Besonderes mit. Leider. Vielleicht jemand anderes. Okay. Hui. Wunderbar. Hast du so eine Heilung mit? Nee, die hat nur Lachs und Rippen mit. Verdammt. Darauf hätte ich vielleicht mal vorher achten sollen, eventuell. Lass sie in Ruhe. Mein Gott, was... boah, nee. Kombination, ja, komm. Scheiße. Ich hab keine Heilung. Habe ich keine Zauber zum Wiederbeleben? Jetzt mal ehrlich. Das ist ja schlimm. Dabei wollte ich bei Fina ins Inventar gucken und schauen, ob da nicht was zum Heilen ist, zum Wiederbeleben. Das sieht gar nicht gut aus. Ich war etwas unachtsam, scheint mir. Hier. Fighting Car! Ja, das mache ich öfter. So oft ich kann. Heilen, heilen, heilen. Ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Justin, beeil dich. Danke. Vielleicht benutze ich mal ein Item. Halt 120 TP der gesamten Gruppe. Dann sind wir auch mal voll geheilt. Autsch. So, Justin. Wir haben es doch fast geschafft. Was macht sie denn mal? Milder Tritt. Ja, so läuft das. So kann das funktionieren. So, schnell, schnell, schnell. Mach kaputt. Fighting Car.
Ja, komm, mach. Vergiftung ist jetzt... Geht ja noch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tu mir nicht weh. Bei einem Freund, bei einem Freund. Nee, wenn, dann will ich bei der ganzen Gruppe eigentlich. Justin ist als nächstes dran, das geht. Okay. Knappe Sache. Big win. Ich sollte... Ja, ja, geil. Ja, ist okay. Ist okay. Ich sollte vielleicht mal darauf achten, dass wenn ich so lebenserhaltende Maßnahmen dabei habe, dass jeder eins hat. Das wäre ganz gut. Yay, Stufenaufstieg. Na also, wir haben es geschafft. Jetzt wird das Dorf gerettet. Und das ist nicht alles. Meine Meinung über Linians hat sich total geändert. Deinetwegen, Milda, du bist okay. Und ich dachte, Kafu bestünde aus einem Haufen Feiglinge, bis ich dich kennengelernt habe, Rap. Mit zwei der besten Abenteurer, Rap und Milda, zusammen sind wir absolut unschlagbar. Justin, guck mal, ist das dieses Gaia-Dings? So verschrumpelt sieht es gar nicht so spektakulär aus wie... Aber ich verstehe immer noch nicht, warum sollte Galai sowas heranziehen? Ich hab's, Rap, mein Junge. Dieses Dings hier hat Kafu in Stein verwandelt, richtig? Nun, wenn ihr herausfindet, wie es funktioniert, erfahrt ihr vielleicht, wie das Dorf zurückverwandelt werden kann. Da ist was dran. Hey, Just, nehmen wir es mit. Wir können es ja immer noch wegschmeißen, wenn es nichts taugt. Ja, gehen wir zurück nach Kafu und zeigen wir es deinem Großvater. Fina hat ein schlechtes Gefühl dabei. Gaia-Sprosse genommen. Okay. Gegenstände. Ja. Haben wir überhaupt wiederbelebende... Da, Lebenstrank. Yay. Hatten wir davon nur einen? Oh. Ich sollte mich vielleicht irgendwo heilen gehen. Ich komme hier gar nicht durch. Also muss ich wieder zurückgehen. Oh, Rückwege sind kacke. Ich hasse Backtracking. Das war jetzt doof von mir, den Lebenstrank zu benutzen. Oh, hier sind auch alle aus Stein. Dafür kann ich mich jetzt hier in aller Ruhe umsehen. Nein, also... Ich kann mich ja im Speicherpunkt heilen. Das war jetzt etwas doof von mir. Hier kommt man jetzt nicht mehr durch. Dafür gibt es hier Kohle. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, hier konnte man noch rein und man konnte das hier finden. Impfstoff. Achso, hier war das. Ich bin noch nicht ganz ins Ende gegangen hier. Obwohl, da ist ja eh nichts. Jetzt checke ich mal die andere Seite aus. Hier sollte doch auch noch was sein. Genau, so viele Apparaturen. Meine Güte. Und hier ist auch nichts. Okay. Falscher Raum. Wo ist der Ausgang nochmal? Hallo? Ich möchte gerne raus. Ach, hier. Nein. Oh, was ist denn das? Komme ich jemals wieder raus hier? Oder... Dann mache ich die halt mal an. Was auch immer das bringen mag. Ah, es macht Türen auf und zu, würde ich sagen. Oder?
Naja, ist ja auch egal. Wir sollten zurück ins Dorf. Und diese Gaia-Sprosse, die ist mir nicht geheuer. Und Fina ja auch nicht. Wo muss ich denn hier wieder runter oder raus oder... Alle versteinert. Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Ich hasse dieses Backtracking hier. Kann ich nicht einfach... Ja doch, ich kann hier raus. Okay. Hier war der Ausgang. So, okay, lass uns hier verschwinden. In Kafu heißt man uns bestimmt willkommen. Rap, ihr wisst doch, dass ich aus Lane komme. Gibt es da keine Probleme, wenn ich nach Kafu gehe? Was? Wieso? Was für Probleme? Wir sind auf derselben Seite. Los gehen wir. Na gut, wenn du es sagst. Danke, Rap. Ja, wenn er das sagt, wird das wohl schon so stimmen. Irgendwie. Ja, ich muss mal... Wo ändere ich denn nochmal den Kompass? Anscheinend gar nicht. Weil ich den Eingang anzeigen lassen wollte. Normalerweise ging das doch mit einer Schultertaste, aber irgendwie... Ach, toll. Irgendwie wollte das gerade nicht. Ich möchte hier raus, bitte. Ach, da. Ich glaube, irgendwo... Ja, hier ist der Ausgang. Dann auf nach Kafu. Wieso können wir nicht mehr in den Urwald? Was ist da los? Egal. Oh, da ist er ja schon. Ich bin wieder da. Wir haben am Turm Beute gemacht. Die Leute am Turm haben gesagt, sie züchten ein Monster namens Gaia, aber wir haben angegriffen. Von diesem Geier ist nicht mehr viel übrig. Es scheint, es hätte was mit der Versteinerung eures Dorfes zu tun. Man kann es vielleicht rückgängig machen. Oh, sag uns wie. Das ist Milda. Sie hat am Turm der Verdammung geholfen. Mann, sie ist aber stark. Rap, kennst du die Regel nicht? Keine Fremden sind im Dorf erlaubt. Hä? Was? Aber Justin und Fina sind deine Gäste. Die bekommen für den Eintritt ins Dorf eine Extra-Erlaubnis. Aber mit Lanianern ist das anders. Die können auf keinen Fall rein. Du Schwachkopf, ist doch egal, ob sie Lanianerin ist. Meda ist eine Freundin, Mann. Gesetz ist Gesetz. Was für ein alter Dickkopf. Gesetz ist Geschwätz. Solche Gesetze sind echter Mist. Hey, hör zu. Es ist okay, Rap. Nein, es ist nicht okay. Ich hau dem alten Schwätzer eine rein. Da kriege ich echt einen Hals. Sir, sind Sie Senior von Kafu? Ich respektiere die Gesetze des Dorfes. Soll ich gehen? Milda. Verdammt nochmal, Mann. Beschwerst du dich auch noch, wenn sie nur bis hierher kommt? Solange sie außerhalb des Tors bleibt, habe ich nichts dagegen. Wenn Milda nicht ins Dorf darf, dann will ich auch nicht rein. Ich bleibe heute Nacht einfach hier draußen. Immer noch der alte, dickköpfige Rap, nicht? Das hast du sicher von deinem Vater geerbt. Ganz klar. Du kannst im Gasthaus übernachten. Ich kümmere mich um den Gaia-Spross. Okay. Klingeling. Na, ein Haufen alter Angsthasen. Lass uns was essen und schlafen gehen, okay? Gehen wir, Jess. Ja, vor allem, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, wie Re-Rap abgeht. Der hat ein leichtes Aggressionsproblem, glaube ich. Dann lass uns mal essen und schlafen und so. Trotz unseres Dorfgesetzes möchte ich euch allen danken. Möchtet ihr auch eure... Ja, das wäre toll. Kohldampf. Okay, na, dann kann ich endlich mal meine Kochkunst zur Schau stellen. Ich werde euch ein Festessen zubereiten. Ja, Festessen mag ich. So, dann wollen wir mal. Was ist los mit dir, Fina? Du siehst so fertig aus. Ach, Justin, wir haben doch im Turm der Verdammung die Monster gesehen. Ach, egal. Nee, das ist nicht egal. Gaia, was um alles in der Welt will die Galail-Armee damit?
Hä? Du siehst so fertig aus, Fina. Hast du Verstopfung oder so? Ey, dieser Junge, ne? Rap redet doch nicht beim Essen über sowas. Ich meine, bei Verstopfung muss sie sich eine Glatze schneiden und dreimal auf die Brust klopfen. Was? Das ist ja komisch. Ganz anders als das, was wir in Lane machen. In Lane trinken wir zur Linderung von Verstopfung viel Salzwasser und machen ungefähr 1500 Kniebeugen. Habt ihr vielleicht andere Gesprächsthemen beim Essen? Ist ja ekelhaft. Was ihr Lenianer tut, macht für mich keinen Sinn. Wie sollen sich Verstopfung durch Kniebeugen lösen? Na, eure Methoden sind ja auch merkwürdig. Ich meine, Glatze schneiden? Wie soll das helfen? Ich sag da mal nichts zu. Übrigens, ihr sagtet doch, ihr seid Abenteurer. Wo geht's denn als nächstes hin? Wir versuchen, nach Allen zu kommen. Ich glaube, es ist irgendwo auf diesem Kontinent. Sagtet ihr Allen? Justin, ihr wisst was über Allen? Mein Mann... Ol Dahlin ist einer der drei Weisen von Lane. Der weiß ganz viel. Jedenfalls habe ich ihn oft über einen Ort namens Allen reden hören. Echt? Na, dann sollte es ja kein Problem sein, von ihm was zu erfahren. Vor allem, wo er doch ein Weiser ist. Du hast es. Es gibt nichts, was mein lieber O'Dahlin nicht weiß. Ja, cool. Alles klar, dann sag mal diesen weisen O'Dahlin, dass er uns sagen soll, was er über Allen weiß. Mein Dahlin weiß alles über alles. Weiß alles über alles. Okay. Ich werde zusehen, dass ihr ihn trifft. Sonst noch was? Nee. Sagst du noch was? Nein. Ist okay. Und du? Auch nicht. Fina verhält sich komisch. Sie hat ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Das war super, aber ich bin echt voll. Ich habe noch nie Kafunisch gegessen. Muss man sagen, ist echt lecker. Ja, das kannst du wohl annehmen. Ich glaube nicht, dass es in Lane auch so leckeres Essen gibt. Erzähl keinen Blödsinn. Natürlich gibt es in Lane so gutes Essen. Hey, ich habe eine Idee. Warum kommt ihr nicht einfach alle mal nach Lane? Dann zeige ich euch mal gutes Essen. Nach Lane? Das habe ich bisher noch nicht mal im Traum dran gedacht. Okay, klar, Mann. Wir kommen gern mit dir. Oder, Fina? Hä? Oh, ja, klar. Hör zu. Ich muss mal eine Weile raus. Hinterher, Justin. Hä, was ist los mit Fina? Fina? Es ist schon Abend? Klingt fast so, ne? Fina, wo bist du? Es ist mitten in der Nacht. Ach toll, jetzt darf ich sie mitten in der Nacht suchen gehen. Oder wie? Oder was? Ist sie noch im Dorf? Ist sie außerhalb? Ist sie... Oh. Vielleicht ist sie im Steindorf? Ich darf gar nichts machen hier. Okay. Im Waffenladen ist sie auch nicht. Ich komme hier nicht raus. Wo soll die denn dann sein? Fini? Finerchen? Ach, guck mal. Hier ist ein Weg nach hinten. Heimatbaumplatz. Habe ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Fina? Wo ist sie denn? Da. Oh. Wie schön. Oh, da bist du, Fina. Was ist los? Du fühlst dich plötzlich nicht wohl, oder was? Nun, egal. Jetzt ist alles okay, oder? Ich habe mich gefragt, wie die beiden auskommen, aber es sind gute Freunde. Entschuldigung, ich habe über meine Schwester nachgedacht. Über Lin? Anscheinend hat die Galail-Armee eine Art Monster namens Gaia gezüchtet, dort im Turm der Verdammung. Wenn sie versuchen, die Fähigkeiten des Monsters für schlechte Zwecke zu benutzen, dann muss meine Schwester etwas mit dem Plan zu tun haben. Fina. Justin, ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, etwas wirklich Furchtbares wird passieren. Hey, das wird schon alles wieder okay. Lin kann so schlecht nicht sein. Ich meine, sie ist deine Schwester, oder? Trotzdem. Komm, der Gesichtsausdruck steht dir nicht. Richtig toll siehst du mit einem Lächeln aus. Justin. Wow!
Hey, Jess, ein Notfall. Diese Typen, die vom Turm der Verdammung... Sie kommen uns zu holen. Die Garley-Truppen? Oh nein, das Dorf ist in Gefahr. Lass uns dorthin zurück, schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell zurück ins Dorf. Weil das können wir nicht zulassen, dass die das Dorf angreifen. Ich meine, die haben schon mal ein Dorf versteinert. Das muss nicht sein. Aber die wollen die Gaia-Sprosse zurück, ne? Du! Ja, ich. Ich hau dir auf die Fresse. Und zwar einfach mit meinen Waffen. Obwohl ich Zauber trainieren müsste, vor allem bei Rap. Ah, ich habe so keine Lust darauf. Aber irgendwann wird es getan. Ich muss es einfach irgendwann tun. So, komm. Mach ihn platt. Alright, we won! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Für die Galal. Nix da. Hallo, Ältester. Opa, bist du in Ordnung? Wir werden dir helfen. Wie viele Leute haben die eigentlich? Wir machen ja immer einen nach dem anderen platt, wenn wir denen begegnen. Ah, die sterben ja auch nicht. Würde ich mal annehmen. Die kommen dann einfach ins Krankenhaus und fertig. Au. Habt ihr es bald? Justin ist gelähmt gewesen. Auch gut. Seht ihr, die zerplatzen nicht wie die Monster, sondern die legen sich einfach hin. Die schlafen. Tada! Tada! So. Fina könnte mal heilen. Dann würde das wahrscheinlich aufsteigen. Hm, hier ist alles klar. Aber in den höheren Ebenen scheint noch gekämpft zu werden. Komm, du musst dorthin. Du musst uns dorthin lassen, ansonsten gibt es eine Katastrophe. Fang nicht wieder mit den Gesetzen an. Ich fürchte, ich bin einfach zu alt. Ich bin fast blind und ziemlich taub. Bei diesem Licht sehe ich gar nichts. Hey, er will ein Auge zudrücken. Los, die mischen wir ordentlich auf. Danke, Senior. Passt gut auf euch auf. Wunderbar. Was wollte ich? Heilen mit Finachen. Einfach heilen eins mal. Eine Fertigkeitsstufe höher. Wunderbar. Das wollte ich sehen. So, ab ins Dorf. Alles okay bei dir? Der Wald der Steine war noch nicht genug. Jetzt sind sie sogar hier. Ich muss meine Familie retten. Lass uns die Kriecher alle töten. Hört, ihr müsst schnell vorankommen. Ansonsten werden die Turmleute... Was habt ihr gesagt? Ihr Idioten. Rap, hör auf. Wir wissen's. Wir kämpfen mit dir. Was? Wo muss ich denn hin? Da brennt's. Hier muss ich hin. Kein Eintritt. Doch, ich verschaffe mir Eintritt. Aber sowas von. So, aufs Fressbrett. Oh komm, machen wir mal Sepp. Ich liebe diesen Angriff. Wunderbar. Wunderbar. Pretty easy. Hm.
Ach ja. Sollen mal sehen, wo noch solche Soldaten herkommen. Ah, noch ein bisschen mehr. Ja. Wir müssen... Ach, die laufen alleine. Oh, das ist Lean. Schwesterchen, wie... Was ist los? Da ist die Sprosse. Justin, Fina, ich dachte mir, dass ihr es seid. Gaia wurde von den Galei-Truppen beschlagnahmt. Wir kämpfen gegen jeden, der sich einmischt. Hört euch das nur an. Die denken, die können einfach kommen, Leute töten und Dörfer zerstören. Ihr habt schon ein Dorf versteinert. Reicht euch das noch nicht? Seid still! Schwesterchen, ich bitte dich, hör auf mit dem Ganzen. Warum tust du das? Unschuldige müssen dadurch leiden. Findest du das in Ordnung? Ich habe geglaubt, du bist aus gutem Grund zum Militär gegangen. Nun bin ich mir nicht mehr so sicher. Was machst du da? Bring Gaia hier raus, schnell! Schwester! Fina, ich möchte, dass du dein Leben so lebst, wie du willst. Frei wie der Wind. Aber... Ich habe keine Wahl. Ich muss so leben. Aber Lean... Was zum Teufel will sie damit sagen? Geh mal zur Seite, Fina. Oh oh. Noch ein Gaia-Kämpfer. Wenn möglich, möchte ich dies lieber nicht tun. Vor allem nicht, wenn du dabei bist, Fina. Was tut sie da? Wieso? Was? Das kann nicht ihr Ernst sein. Hey! Schau, sie hat Flügel. Vielleicht verstehst du jetzt, Fina. Solange ich diese Flügel habe, kann ich nicht frei fliegen. Die Lean, so wie du sie kanntest, die existiert nicht mehr. Was? Ach so, sie ist gar nicht Lean. Sie ist in Wirklichkeit Ikarierin? Justin, ich dachte, du würdest Ikaria sehr schätzen. Ich werde es euch beweisen. Lean! Lean? Sie hat Flügel, sie ist nicht, also, ich glaube nicht, dass sie nicht mehr rein biologisch Finas Schwester ist. Also, sie ist noch Finas Schwester, aber irgendwas ist passiert, dass sie zu Ikarierin wurde? Wie kann man denn einfach so zu einer Ikarierin werden, wenn man vorher ein Mensch war? War sie das jemals? Ach Gottchen. Rap, siehst du, was passiert, wenn wir das Gesetz brechen? Verstehst du jetzt? Was willst du damit sagen? Schau mal, wir haben gerade den Turm der Verdammung zerstört. Du bist derjenige, der nicht versteht, du unnützer alter Knacker. Du solltest niemals zu deinem eigenen Großvater so reden, Rap. Der ganze Ärger ist meine Schuld. Vergiss es, alles, worüber er redet, sind Gesetze, Gesetze. Als ob die Gesetze unser Dorf retten könnten. Jess und Milda sind meine Gäste. Probleme damit? Dann lass mal hören. Du hast schon mehr als genug gesagt, Rap. Unsere Gesetze können zwar nicht das Dorf retten, aber Ärger vermeiden. Ich bin deinen Gästen wirklich dankbar für das, was sie am Turm der Verdammung geleistet haben, aber wir haben heute Nacht viel Schlimmes gesehen. Der Turm hat viel Elend gebracht. Bitte geht für heute Nacht zurück zum Gasthaus. Oh Mann, machen wir. Zurück im Gasthaus. Ich weiß sehr zu schätzen, dass ihr euer Leben riskiert habt, um unser Dorf zu schützen. Als Dank möchte ich euch Zimmer und Mahlzeiten in unserem Gasthaus anbieten. Der Gastwirt ist ein hervorragender Koch. Oh Mann. Und meine Schwester, das kann sie nicht wirklich sein. Wie könnte sie... Schau, ich bin sicher, es gibt einen guten Grund, warum Lean das alles tut. Nimm das als Beweis. Obwohl wir ohnmächtig waren, hat Lean unseren Geisterstein nicht genommen. Das stimmt. Meine liebe Schwester, was hat sie vor? So gern würde ich ihr trauen, aber... Schwierig. Das verdammte Mädchen mit den Flügeln, sie hat den ganzen Mist angerichtet. Wenn ich die kriege, ist sie tot. Ja, sag das neben ihrer Schwester, du bist so ein Volldepp. Rap, habt ihr überhaupt kein Taktgefühl? Denk mal an Fina, bevor du sprichst.
Das verdammte Mädchen mit den Flügeln, ja. Das hatten wir gerade. Fina, das muss ein Wahnsinnsschock gewesen sein, deine Schwester als Ikarierin zu sehen, wenn Odalin erstmal hört, dass es Ikarier wirklich gibt. Ja. Oh mein Gott. Ja nun, ich glaube, wir brauchen etwas Schlaf. Allerdings. Allerdings, meine Liebe. Koffer. Habe ich hier noch Lebenstränke? Hier, beleben. Das nimmt Justin. Der hat keins. Habe ich hier... Da. Lebenstränke. Fina kriegt einen. Du kriegst einen. Du kriegst einen. Du kriegst noch einen. Nicht? Okay. So, dann möchte ich jetzt aber andere Sachen wieder verstauen. Und zwar... Ja, Heilkraut brauchen wir eigentlich fast gar nicht, weil jeder... Wirklich jeder irgendwie ein Heilzauber hat. Also raus mit dem Zeug. Kekse. 80 TP. Wie viel hält das? 100. Ja, dann machen wir mal die Kekse raus. Halt 200 TP. Ist ja auch ganz cool. Hier einmal Lachs können wir wegmachen. Eine Rippe können wir wegmachen. So. Passt schon. Was nun? Nochmal zum Ältesten? Sieht so aus. Senior. Und danach trafen sich das ganze Dorf... und entschied, neben Milda müssen wir auch Justin und Fina bitten, das Dorf zu verlassen. Es ist nur zum Schutz des Dorfes. Was? Du komischer Kauz! Weißt du überhaupt, was du da redest? Hör auf, Rap. Ich glaube, wir sind hier etwas zu früh angekommen, oder? Irgendwann wird es jeder verstehen. Ihr habt es doch alle verstanden, oder? Ich hab's verstanden. Dank dir für alles, Rap. Ich schätze mal, wenn wir zurückkommen, bist du schon Senior. Wenn das so ist, dann feiern wir. Wie jetzt, was? Hey, ist das euer Ernst? Ich gehe auch. Es wäre viel zu gefährlich für euch, ohne mich zu gehen. Hä? Aber ich dachte, du würdest im Dorf bleiben. Ich hab euch doch gesagt, ich mag keine Formalitäten. Dafür sind wir zu cool, nicht wahr, Just? Rap. Genau das habe ich erwartet. Zuhören. Das war komisch betont, Entschuldigung. Okay, wir haben entschieden. Lasst uns von diesem verlausten Dorf baldmöglichst verschwinden, okay? Wo gehen wir hin? Nach Lane? Rap! Was ist los, Niki? Warum stehst du so verdattert aus? Ich kann heute nicht lesen, Entschuldigung. Warum siehst du so verdattert aus? Wir kommen sicher irgendwann wieder. Wirklich? Ich meine, todernst? Okay, Rap, du hast es versprochen. Denk bitte nicht schlecht über den Senior. Er ist euch sehr dankbar. Er muss an seinen Rang denken. Ich kann schon an seinen Augen sehen, dass er die ganze Nacht auf war und sich Sorgen gemacht hat. Während der Kleine aufwächst, wird sich Kafu ganz schön verändern. Es wird ein freies Dorf werden, nicht von dummen Gesetzen geregelt. Genau, ich bin sicher, wenn es diese dummen Gesetze nicht geben würde, könnte ich auch mit Milda sprechen. Oh, das hast du aber schön gesagt. Natürlich, dieser Bursche ist meine beste rechte Hand, weißt du? Tschüss, Niki, und wenn ich wiederkomme, musst du stärker geworden sein. Siehst du, Justin, einige hier verstehen, also hör auf, so ein langes Gesicht zu machen. Ah, okay, Milda, ich verstehe ja schon. Ich habe nichts dagegen, hier zu verschwinden. Und wohin als nächstes? Gute Frage. Nach Lane. Ich weiß, wir gehen alle rüber nach Lane. Da lernt ihr meinen lieben Odalin kennen. Odalin weiß eine Menge. Der kann uns viel über Alland erzählen und auch über die Ikaria. Danke, Milda. Aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Stück von hier. Ja, wir müssen erst die Zil-Wüste durchqueren. Nach Zil, pardon. In der Stadt finden wir alles. Okay. Tschüss, Rap. Tschüss, allesamt. Ah, pass auf dich auf, Dicky. Werd nicht krank oder so. Uiuiuiui. Zillwüste. Okay. Ah, ich möchte aber erst nochmal ins Dorf Kafu, weil ich nicht weiß, ob ich direkt am Anfang von der Zillwüste speichern kann. Wahrscheinlich nicht. Sodele. Und
Ja, ich würde dann sagen, das war's für heute. Nächstes Mal geht's durch die Wüste. Und ja, was sagt ihr zu Lins Flügeln? Das ist krass, oder? Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Ist zu lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Aber hey, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, fürs Kommentieren, fürs Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.